Hallo, meine Damen und Herren, kommen wir zum Abschluss zu einer weiteren sehr interessanten Anwendung der Teilkostenrechnung. Im Folgenden wird dargestellt, wie die Teilkostenrechnung im Fall von Engpässen als Werkzeug zur Entscheidungsfindung eingesetzt werden kann. Folgende Ausgangssituation sei gegeben. Produkt A erzielt einen Stückdeckungsbeitrag von 10 Euro pro Stück und Produkt B erzielt einen Stückdeckungsbeitrag von 13,50 Euro pro Stück. Weiterhin wird das Entscheidungsproblem dadurch beschrieben, dass beide Produkte auf der Maschine M1 gefertigt werden müssen, aber die Kapazität dieser Maschine leider nicht ausreicht, um beide Produkte im betrachteten Zeitraum gleichzeitig in der gewünschten Menge herzustellen. Außerdem wissen wir, Produkt A benötigt die Kapazität von Maschine 1, M1, exakt 2 Minuten pro Stück und Produkt B benötigt die Kapazität von M1 exakt 3 Minuten pro Stück. Wie schon gesagt, reicht leider die Fertigungskapazität der Maschine M1 nicht aus, um die maximal verkaufbaren Mengen von Produkt A und B zu produzieren. Es liegt also ein Engpass vor, ähnlich einem Stau auf der Autobahn. Anders als auf der Autobahn muss nun in einem Unternehmen entschieden werden, welches Produkt bekommt welche Menge der knappen Kapazität zugewiesen. Welches Produkt fertigt man in welchen Mengen? Als wichtige Entscheidungshilfe wird dazu der relative Deckungsbeitrag herangezogen. Er gibt an, welcher Deckungsbeitrag je Engpasseinheit mit welchem Produkt erzielt wird. Berechnet wird er wie folgt. Produkt A erzielt einen Stückdeckungsbeitrag von 10 Euro pro Stück und beansprucht den Engpass pro Stück für 2 Minuten. Dividiert man nun den Stückdeckungsbeitrag durch die Engpassbelastung pro Stück, so ergibt sich ein relativer Deckungsbeitrag für das Produkt A von 5 Euro pro Minute. Die entsprechende Berechnung für Produkt B ergibt 4,50 Euro pro Minute. Daraus folgt, dass pro Produktionsminute das Produkt A einen um 50 Cent höheren Deckungsbeitrag erzielt als das Produkt B. Folglich sollte man aus Sicht einer Optimierung des Deckungsbeitrages zunächst die maximal verkaufbare Menge des Produktes A produzieren und erst danach die dann noch verbleibende Kapazität, falls da noch Kapazität übrig ist, für das Produkt B nutzen. Sicherlich erinnern Sie sich noch an diese Darstellung, bei der ich Ihnen gesagt habe, dass das die drei Kostendimensionen Erfassbarkeit, Beeinflussbarkeit und Struktur unabhängig voneinander zu betrachten sind. Anhand der nachfolgenden Beispiele, die zugegebenermaßen zum Teil etwas ungewöhnlich anmuten mögen, möchte ich Ihnen aber Beispiele nennen, die dies belegen. Bitte denken Sie schon einmal intensiv über die angegebenen Beispiele nach, denn Sie werden auch im späteren Leben mit ähnlichen Fragestellungen konfrontiert werden. Ein Beispiel für Fixkosten, die kurzfristig beeinflussbar sind und Einzelkosten sind, ist zum Beispiel eine Werbeaktion, zum Beispiel ein Werbespot für ein Produkt. Wie gesagt, überlegen Sie, warum dies Fixkosten sind, warum sie kurzfristig zu beeinflussen sind und warum es Einzelkosten sind. Weitere Beispiele: Fixkosten, die kurzfristig zu beeinflussen sind und Gemeinkosten darstellen, ist zum Beispiel eine Werbeaktion durch Giveaways zur Steigerung des Unternehmensimages. Fixkosten, die langfristig beeinflussbar sind und Einzelkosten darstellen, sind beispielsweise kalkulatorische Zinsen für eine produktspezifische Maschine. Fixkosten, die langfristig beeinflussbar sind und Gemeinkosten darstellen, wären zum Beispiel das Verwaltungspersonal. Variable Kosten, die kurzfristig beeinflussbar sind und Einzelkosten darstellen, wäre zum Beispiel das Material für ein Produkt, wenn ich entweder die Bezugsquelle für dieses Material tauschen kann oder wenn ich das Material selbst gegen ein anderes Material austauschen kann. Variable Kosten, die kurzfristig beeinflussbar sind und Gemeinkosten darstellen, wären beispielsweise Kosten, die dadurch entstehen, dass in einem Handelsgeschäft jeder Käufer einen Kalender gratis am Jahresende bekommt. Variable Kosten, die langfristig beeinflussbar sind und Einzelkosten darstellen,
wären Materialkosten für den Fall, dass weder die Bezugsquelle noch das Material selbst austauschbar wären. Variable Kosten, die langfristig beeinflussbar sind, aber Gemeinkosten darstellen, wären beispielsweise Heizkosten für einen Brennofen, der 24 Stunden am Tag brennt und in dem verschiedene Schamottesteine nacheinander bzw. zum Teil sogar gleichzeitig gebrannt werden. Damit sind wir am Ende unserer Theorie angekommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Glück bei der Klausur. Bis dann. Tschüss, Ihr Stefan Haugrund. Thank you.